Hi und Servus zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch wieder eine ganz besondere Waffe vorstellen. Eine Waffe, von welcher ihr erst vor kurzem den Schusstest auf 300 Meter gesehen habt. Ihr wisst, ich besitze eine Unique Alpine Nordland in 6.5 Creedmoor. Auch hier wird es bald ein Review dazu geben. Wie aber damals schon versprochen bei der Vorstellung der Nordland, wollten wir uns mal das Flaggschiff von Unique Alpine anschauen. Die sogenannte TPG-3A4, besser bekannt als FN Ballista. Die Computerspieler oder die Verfolger der SOCOM-Ausschreibung wissen genau, was ich meine. Freut euch auf dieses coole Stück. So sieht die Waffe aus. Ein Riesengerät und auch ziemlich schwer. Passt hier mal wieder nicht ganz aufs Bild. Bevor wir allerdings lange damit rumfummeln, Sicherheitscheck. Großes Magazin aus der Waffe raus. Dieses ist leer. Wunderbar. Schritt Nummer 1, Schritt Nummer 2. Wir öffnen den Kammerstängel, blickfrei ins Patronenlager. Dieses ist leer. Ich verriegle, sich Richtung, schlage ab. Sicherheit ist hergestellt. Kurzer Hintergrund zur Waffe. Unique Alpine war sehr bekannt für ihre sogenannten TPG-Modelle. Die sogenannte TPG-1 war damals im Behördenmarkt ziemlich erfolgreich, ist ein sehr hochgelobtes Präzisionsgewehr gewesen. Spulen wir ein bisschen vor. Die SOCOM-Ausschreibung der US-Armee. Was war gefordert? Sie wollten mal wieder ein neues Präzisionsgewehr für die Armee haben mit mittlerer Reichweite. Was man natürlich hier als mittlere Reichweite betiteln möchte. Weil das ist schon ein ziemlich hartes Longrange-Gewehr. Auf jeden Fall waren da mehrere Hersteller mit an Bord. Barrett mit ihrer MRED, auch die haben wir auf dem Kanal schon vorgestellt. Remington mit ihrem Gewehr. Sarko war mit dabei. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Accuracy International auch mit dabei war. Die Firma FN, FN Hairstyle, die wir kennen. Eine Weltmarke. Wollte ganz gern bei dieser Ausschreibung mit dabei sein. Die hatten allerdings nichts in petto. Also sind sie an die bayerische Firma, Unique Alpine, die eben bereits erste tolle Erfahrungen mit ihren TPG 1 machen konnten. In Zusammenarbeit mit FN Hairstyle wurde nun eben dieses Gewehr hier weiterentwickelt und daraus wurde dann eben die sogenannte FN Ballista als Multikaliber-Plattform. Als FN Ballista kennt man sie am Internationalmarkt. Es ist aber nichtsdestotrotz eine bayerische Unique Alpine TPG 3A4. Das Groß der Entwicklungsarbeit kam so quasi aus Bayern. Und da haben sie hier ein wirklich sehr, sehr schönes Gewehr gebastelt. Technisch momentan auf dem aktuellen Stand, was so geht. Die SOCOM-Gewehre stellen wohl die Speerspitze des momentan militärischen Scharfschützenwesens dar. Und wir hatten jetzt Gott sei Dank das Glück, dass wir schon einige dieser Präzisionsbüchsen ausprobieren konnten. Dann quatschen wir mal ein bisschen über technische Daten. Ich meine, wie ihr hier schon sehen könnt, ein großes Kastenmagazin. Die Waffe, ein Mehrlader, 8 Patronen im Kaliber 338 Lapua Magnum. Das Gewehr ist aber wie schon angesprochen ein Multikalibergewehr. Bedeutet, wir bekommen verschiedenste Kaliber dafür. Wir können sie in 6.5 Creedmoor kaufen. Wir können sie in 308 Winchester kaufen. 300 Winmag, 300 Norma Magnum und eben 338 Lapua. Natürlich ändert sich dann auch die Schusszahl im Kostenmagazin. Aber nichtsdestotrotz, 8 Schuss, 338 Lapua Magnum, da kannst du schon ordentlich was machen. Die Waffe gibt es auch noch mit einem kürzeren Magazin, ich glaube 5 Schuss. Da mich hier vorne schon rumtouren habt sehen, das Ding ist ziemlich schwer, muss man ganz klar sagen. Die Waffe wiegt in etwa 6,5 Kilogramm nackt. So wie sie hier jetzt vor euch steht, ungeladen, zwar mit Magazin drin, aber keine Patronen, mit Optik und Zubehör liegen wir bei 8,6 Kilogramm. Und das ist halt jetzt kein Gewehr, mit dem du jetzt so quasi joggen gehst. Auch könnt ihr natürlich diese gigantische Länge erkennen. Wir haben hier, abhängig natürlich vom gewählten Kaliber und der Lauflänge, eine Gesamtlänge an der Waffe zwischen 91 cm und 125 cm. Also 1,25 m, das ist schon ziemlich ordentlich. Hier an diesem Gewehr haben wir einen 26 Zoll Lauf, eben wie angesprochen im Kaliber 338 Lapua Magnum. Der Spaß ist natürlich auch nicht ganz günstig, wie ihr euch vorstellen könnt. Ohne Zubehör, nur das nackte Gewehr, liegt da ungefähr bei 7.000 bis 8.000 Euro, je nachdem, wo ihr es eben bekommt. Jetzt mit Inflation und mit allem könnt ihr euch eher auf 8.000 Euro einschießen. Also das ist schon was relativ Teures. Und in dieser Ausstattung hier, vor allen Dingen mit diesem Zielfernrohr, reden wir halt dann ratzfatz halt von irgendwie, ja,
11.000, 12.000 Euro bist du hier auf jeden Fall dann los. Und das ist schon Haufen Geld. Da muss man halt wissen, was man haben möchte, aber dann bekommt man auch was dafür. Zum ZCO, zum Zero Compromise 420, werde ich auch noch kurz was sagen. Spoiler-Alarm, bin nicht begeistert. Was das genau bedeutet, das schauen wir uns gleich an. Jetzt schauen wir uns das Gewehr aber erstmal im Detail an. Gehen wie immer von vorne nach hinten, von oben nach unten. Auf der Mündung verbaut, die große Mündungsbremse der TPG 3A4, auch mit der hauseigenen Schnittstelle für den schönen Unique Alpine Schalldämpfer. Diese Mündungsbremse ist recht effizient. Ich muss aber gestehen, ich hätte mir gedacht, sie wäre noch etwas effizienter, weil die Waffe springt schon recht ordentlich. Liegt aber wahrscheinlich am Zweibein. Da sprechen wir noch gleich kurz drüber. Nichtsdestotrotz, Mündungsbremse, sehr schön, sehr schlank, gute Schnittstelle und hat hier innen drin, neben den ganzen Ports, noch einen Konus, welcher als Gasabscheider fungiert und somit die dem Geschoss hinterherströmenden Gase weiter separiert. Sehr, sehr coole Sache, gefällt mir gut. Dann kommen wir hier zu diesem schönen Lauf, könnt ihr auch hier im Detail sehen. Ein sehr, sehr schön kanalierter, also gefluteter Matchlauf, in unserem Fall 26 Zoll lang in einer sehr, sehr schönen FDE-Farbgebung. Die Läufe gibt es eben in den verschiedensten Längen, aber auch mit verschiedenen Drolloptionen. Die Waffe gibt es optional mit einem Progressivdroll, was auch eine ziemlich interessante Geschichte ist. Weiter geht's nun hier zum Handschutz. Hier könnt ihr schon erkennen, ist Unique Alpine einen relativ, sag mal, eigenständigen Weg gegangen. Wir haben hier lauter Schraubpunkte mit kleinen Gewindeeinsätzen. Dort kann man nun eben frei positionierbar verschiedenste Picatinny-Schienen aus Aluminium anschrauben. In den Positionen, wie ihr es haben wollt. Ihr könnt sehen, 45 Grad, gerade montiert, ihr könnt da wirklich alles machen. Eben hier am Handschutz verbaut eine Aerotech Adapteraufnahme für das Harris Zweibein. Das Aerotech Teil ist eine gute Qualität, mit Harris bin ich auch zufrieden, allerdings an dieser Waffe hat es meiner Meinung nach nichts verloren. Ja, das ist das schöne Harris, das wir hier wunderbar in mehreren Längen auch einstellen können, das passt soweit. Aber ich bin der Meinung, für das Gewicht der Waffe ist dieses Zweibein etwas zu windig. Wir haben auch darüber hinaus, wie ihr sehen könnt, diese Kennfunktion. Es war in der Kombination jetzt nicht unbedingt die beste Zusammenstellung an Komponenten. Ja, da wäre was, sage ich mal, besser angedacht gewesen. Atlas, Fortmeier, irgendwie sowas in der Richtung. Man konnte damit arbeiten, aber ja, ein bisschen negatives Feeling kam eben dadurch. Ist aber keine Schuld der Waffe. Hätten wir uns auf jeden Fall für was anderes entschieden. Am Handschutz, könnt ihr eben sehen, sind auch QD-Aufnahmepunkte. Und wir haben hier eine große, schöne, beschriftete Picatinny-Schiene auf 12-Uhr-Position, welche über die ganze Länge auch von der Systemhülse bis nach vorne mit 20 MOA vorgeneigt ist. Dann sind wir jetzt auch schon bei der Systemhülse. Hier ist natürlich die meiste Action zu finden. Dazu nehmen wir jetzt als erstes auch mal das Magazin raus. Das ist einer der Kritikpunkte. Das Magazin wackelt ziemlich. Das Magazin führt sauber zu, da gibt es keine Beanstandungen, aber der Sitz ist jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt dem Preis gerecht. Also das ist nur eins von wenigen Details, wo ich sage so, könnte man besser machen. Die Qualität vom Magazin ist super, da kann ich nicht meckern, aber weiß ich nicht. Damit hört man dich halt irgendwie schon auf 100 Meter, wenn es klappert. Bin jetzt kein großer Fan davon. Wir haben ein Magazin als Leseknopf, links als auch rechts bedienbar. Dieser kann hier gedrückt werden, neben dem Abzug, kommt das Magazin raus. Das gleiche gibt es allerdings auch hier auf der linken Seite. Könnt ihr erkennen, dieser Bolzen kann von beiden Seiten gedrückt werden. Und dann kommt hier eben dieses schöne, große Kastenmagazin raus. Dieses können wir uns eben kurz anschauen. Ein schönes Teil aus Kunststoff, zweireihig, eben 8 Schuss Kapazität, hier in 338 Lapua Magnum. Gibt es, wie schon angesprochen, optional auch mit 5 Schuss. Man könnte hier von unten auch den schönen Magazinschacht erkennen. Dieser ist sehr stark angefasst. Was bedeutet, ich kann Magazine sehr, sehr schnell und sehr, sehr simpel wechseln. Und ich treffe auch immer schnell in den Magazinschacht rein. Finde ich gar nicht so schlecht. Gefällt mir richtig gut. Wir haben jetzt hier auf der rechten Seite natürlich unser großes Hülsenauswurffenster. Der gekröpfte Kammerstängel, an den kommst du richtig geil hin, meiner Meinung nach. Öffnet den Verschluss und gibt den Blick frei nun in das große Fenster und ins Patronenlager, welches sich bei der Waffe auch sehr, sehr leicht inspizieren lässt. Der Schlossgang ist ein absoluter Traum. Ja, wir haben natürlich hier einen weiten Verriegelungsweg,
eine sogenannte Long Action, keine Short Action. Klar, wir haben hier natürlich einen Verschluss fürs Kaliber 338. Da brauchen wir halt schon ein bisschen Öffnungsweg. Wir verriegeln mittels eines 3-Warzen-Drehkopfverschlusses. Den schauen wir uns jetzt auch gleich dann mal im Detail an. Ihr könnt auch hier beim Schlossgang auf dem Verschluss auf der Oberfläche so Flutungsrillen erkennen. Diese fungieren als Eisbrecher, falls es hier innen drin durch Feuchtigkeit zu einer Eisbildung kommen sollte. Das macht ja beispielsweise Accuracy International genauso. Also hier schon mal eine sehr, sehr coole Detaillösung. Schlossgang, wie schon angesprochen, ultra geschmeidig, sehr, sehr sauber. Echt gut. Zur Picatinny-Schiene muss ich ja nichts mehr sagen, habe ich schon angesprochen. Diese ist auf dem Gehäuse verschraubt, diese ist nicht fest auf der Systemhülse, was mir lieber wäre. Allerdings ist sie damit austauschbar und wir haben hier eine fixe Vorneigung von eben wie angesprochen 20 MOA. Da wir noch beim Verschluss sind, was ein geiles Detail ist, könnt ihr hier diesen Stahleinsatz erkennen. Wenn du repetierst und richtig das Ding nach vorne schnackelst, knallt so quasi der Kammerstängel nicht gegen das Gehäuse, sondern gegen diese härtere Stahlhülse. Bedeutet, wir dengeln uns das Gehäuse nicht kaputt. Dieser ist natürlich austauschbar. Des Weiteren finden wir auf der rechten Seite auch eine der Schrauben fürs Multikalibersystem zum Festziehen und zum Lösen. Da geht es aber auf der linken Seite dann gleich weiter. Wir haben hier an der Waffe eine spezielle Sicherung, die könnt ihr hier unten erkennen. Diese, muss ich aber gestehen, finde ich nicht sehr gut. Aber hier kann ich schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Unique Alpine hat von dieser Waffe bereits eine komplett überarbeitete Version rumstehen. Da möchte ich jetzt nicht zu viel davon verraten, aber wir haben hier eigentlich schon ein komplett anderes Frontend. Die Sicherung wurde komplett überarbeitet, das ist nicht mehr so. Die Sicherung ist auch einer der Punkte, der mich am meisten am Gewehr, sag ich mal, gestört hat. Denn diese Sicherung, die ist so laut wie irgendwas, noch lauter als das Magazin, wenn du die sicherst. Das ist streng, das ist eine Dreistellungssicherung, aber ganz ehrlich, heimlich, aus militärischer Sicht, kannst du nichts machen. Das ist echt, echt heftig. Also das ist keine gute Sicherung, sehr scharfkantig. Also hat hier wirklich so ein paar mechanische Ecken und Kanten, ist nicht gut, gefällt mir nicht wirklich. Nichtsdestotrotz funktioniert es sauber, sperrt natürlich bei kompletter Sicherung auch den Kammerstängel. Bedeutet also, ich kann den Verschluss nicht mehr öffnen. In so einer mittleren Position kann ich öffnen, aber nicht schießen. Und in komplett entsichert kann ich natürlich den Kammerstängel bewegen und abschlagen. Funktioniert wunderbar. Bringen uns auch gleich zum Abzug. Dieser ist ehrlich gesagt ziemlich gut, hat nur ein relativ hohes Gewicht. Dieser ist aber einstellbar. Ich habe die Waffe jetzt geschossen, wie sie eben von Werk kam. Die Waffe ist ein Öffnungsspanner, wie beim Mauser-System. Der Abzug, könnt ihr sehen, hat einen kleinen Vorzugsweg. Dann kommst du an eine schöne Wand und damit doch relativ viel Druck. Ich sag mal 3 Kilo hast du auf jeden Fall. Dann bricht er sehr schön und hat nur einen sehr geringen Nachzugsweg. Ist ein schöner Abzug, den du auch noch deutlich leichter stellen kannst. Der Pistolengriff hat an und für sich eine schöne Ergonomie, mir ist er nur ein bisschen zu dick. Hat aber schönen Grip hier durch diese ganzen Noppen, passt einwandfrei. Zum Sicherungskonzept gäbe es auch noch optional die Möglichkeit, dass dieses Teil, wie bei der FN Ballista, eine Handballensicherung hier hinten hat. Also so ein bisschen wie beim 1911er als zusätzliche Sicherung. Wobei die Sicherung hier auch schon Features wie eine Notfangrast hat. Also da ist der Schlagbolzen wirklich gesperrt. Das ist ja so gut, wie es eigentlich werden kann, bis aufs eben Bedienen, bis aufs haptische Feature. Das ist einfach nicht so toll. Genau, dann haben wir hier noch hinten eine kleine Trageöse. Der Klappschaft kann eben von der linken Seite angeklappt werden durch diesen kleinen Knopf hier. Den drückt er und dann legt sich dieser hier auch gleichzeitig um den Kammerstängel und schützt das ganze Thema. Ja. Macht also die Waffe nicht brutal viel breiter, als sie eigentlich ohnehin schon ist. Der Hinterschaft ist, wie man sich es natürlich vorstellt, absolut voll einstellbar. Das Gelenk schnackt sauber ein und du hast eigentlich seitlich kein Spiel. Nur in der Höhe merkst du tatsächlich ein bisschen Spiel. Aber auch hier kann ich euch beruhigen, der Hinterschaft wurde auch bei der neuen Version überarbeitet. Das ist nicht mehr der gleiche. Nichtsdestotrotz voll einstellbar. Wir haben hier diese große Rändelschraube. Da kann man, wie ihr sehen könnt, die Wangauflage positionieren. Wir haben hier unten einen Knopf, den kann ich drücken.
Dann kann ich die Zuglänge einstellen. Und zwar in mehreren Stufen. Das rastet dann schon sauber. Wunderbar. Die Hinterschaftauflage ist natürlich in der Höhe verstellbar. Und wir haben hier unten auch noch die Möglichkeit, ein Monopod anzubringen über diese abnehmbare Picatinny-Schiene. Des Weiteren finden wir natürlich auch hier Punkte für die QD-Aufnahme. Damit sind wir jetzt auf der linken Seite der Systemhülse. Wenn wir jetzt den Verschluss ausbauen wollen, brauchen wir hier diese Fangraste. Damit ich den Verschluss aber jetzt herauskriege, muss ich erstmal wieder den Hinterschaft anklappen, sonst geht das Monster hier nämlich nicht raus. Also ziehen, bis er anschlägt, drücken und da ist das gute Stück. So. Den haben wir jetzt erstmal zur Seite gelegt, aber du merkst sofort, jetzt fehlt dem Gewehr tatsächlich etwas Gewicht. Du merkst den Verschluss, das Ding ist schwer. Hier könnt ihr jetzt eben die Schrauben für den Laufwechsel sehen. Auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr gesehen, ist eine zusätzliche Klemmung. Hier haben wir aber richtig die sogar nummerierten Klemmschrauben für den Laufzapfen. Und zwar mit hier, wie ihr sehen könnt, 1, 2, 3, 4. Also wir haben hier einen Index, wie die Schrauben mit dem entsprechenden Drehmoment angezogen werden müssen, damit das Thema auch passt. Der Laufwechsel ist in wenigen Minuten erledigt. Und damit haben wir im Endeffekt hier eigentlich jetzt schon das Exterieur von der Waffe runtergerissen. Dann schauen wir uns jetzt mal eben den coolen Verschluss an. Der Verschluss ist eben ein schönes Sahnestück mit ein paar technischen Raffinessen, die ich euch ganz gern zeigen möchte. Hier könnt ihr eben die Eisbrecherrillen erkennen, den schönen gekröpften Kammerstängel und den 3-Warzen-Drehkopfverschluss. Dieser ist natürlich, wie bei jeder Multikaliber-Plattform, schnell austauschbar. Muss man ja. Beim Laufwechsel braucht er natürlich auch einen anderen Verschlusskopf. Wie kriegt man den jetzt raus? Ihr müsst die Sicherungsstellung aufentsichert haben. Dann könnt ihr hier einfach am Heck dieses Teils drehen. Und dann könnt ihr sehen, kommt hier die Sicherung samt diesem Stößel heraus. Ich sage jetzt bewusst Stößel, weil das ist nicht der Schlagbolzen. Das ist eine richtig coole technische Lösung. Jetzt kannst du hier über diese Nut den Drehkopf herausschieben. Und jetzt könnt ihr sehen, jetzt ist das Ding hier innen drin leer. Der Schlagbolzen befindet sich hier im Inneren dieses Drehkopfes. Der wird einfach nur durch diesen Stößel hier innen angeschoben und dann könnt ihr hier in der Detail sehen, wie der vorne rauskommt. In jedem einzelnen Verschlusskopf ist ein separater Schlagbolzen drin, der durch diesen Stößel hier einfach nur angeschlagen wird. Sehr, sehr geil. Das ist ein sehr, sehr schönes Konzept und auch mit einem Trägheitssystem. Also Sicherheit ist hier wirklich eine tolle Sache. Und auch Schlagbolzenbruch, mein Gott, dann habt ihr hier einfach nur so einen kleinen Nuppel, nicht so ein ewig langes Teil und könnt es schnell austauschen. Gefällt mir richtig gut. Könnt auch hier sehen, die 3 Warzen, die Auszieherkralle und der Ejektor. Zusammengebaut ist es wieder genauso schnell. Wir haben hier die Nut. Du kannst das Ding nicht wirklich falsch rum einsetzen, was ich ganz geil finde. Du hast nämlich hier oben einen großen Radius und hier unten einen kleinen Radius. Ihr orientiert euch einfach am großen Radius, steckt das Ding wieder hier so rein, schraubt den Schlagbolzen wieder in den Verschluss, rastet den wie so eine Ratsche, bringt diese Nut mit dieser Nut deckungsgleich und das ist es. Mehr braucht er nicht. Verschluss ist wieder beisammen. Und dann komplettieren wir jetzt die Waffe und dann gibt es mein Fazit dazu. Waffe wieder fertig. Also, was soll ich sagen? Eine tolle Waffe, eine High-End-Waffe. Natürlich auch aus dem entsprechenden Preissegment. Das Ding macht, was es soll. Es schießt und trifft präzise und ist eine einfach zu benutzende Multikaliber-Plattform. Der Laufwechsel geht ratzfatz, konnte ich eben bei Yundik Alpin selbst zu Hause schon ausprobieren. Im Schussverhalten hat sich die Waffe als, ich sag mal, etwas komplizierter dargestellt, als ich es mir gedacht habe, was aber am Zubehör liegt. Durch dieses Harris-Zweibein ist die Waffe auf dem Tisch sehr gesprungen. Sie hat durch ihre Gummifüße sich eingehakt und ist dann gesprungen und nicht nach hinten geglitten, wie es eigentlich hätte machen sollen. Das Ziel für ein Rohr samt Montage ist mir zu niedrig auf der Waffe. Das sieht es auf den ersten Blick zwar nicht so aus, aber ich kann die Wangenauflage nicht so tief stellen, dass ich hier gemütlich vor das Zielfernrohr komme. Ich meine, okay, jetzt habe ich es natürlich auch etwas nach oben geschraubt für euch, damit wir uns das anschauen konnten, aber selbst ganz unten komme ich kaum vor das Zielfernrohr. Das heißt also, die Montagehöhe müsste anders gewählt sein von der EAW-Montage.
Das ZCO-Zielfernrohr ist jetzt auch nicht ganz mein Fall gewesen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, für 4000 Euro würde ich mir das Ding niemals kaufen. Die Bedienung der Türme ist echt schlecht. Ja. Rastet kaum, könnt ihr sehen, ich drücke hier mit Gewalt, der rastet nicht ein. Erst durch seitliches Wackeln kriege ich den arretiert. Die Verstellung selbst ist taktil, ja, fühlbar, hörbar, mit bin ich zufrieden, aber wie das alles funktioniert, weiß ich nicht. Bin jetzt nicht so super begeistert, nicht für 4000 Euro. Optische Güte ist gut, kann man nichts drüber sagen, Randschärfe ist super, aber nichts, was ich nicht bei 2500 Euro auch finde. Dafür muss ich nicht 4000 Euro ausgeben. Und dann ist es halt auch nur ein 20-fach, 4 bis 20. Also ich sage ja, das Zubehör passt nicht ganz zur Waffe. Allerdings bin ich froh, dass man überhaupt Unique Alpine an dieser Stelle Zubehör mitgegeben hat, dass ich die Waffe einfach so schießen konnte. Wir haben das Beste draus gemacht, konnte der im Schusstest ja sehen. Ich war sehr zufrieden, habe mit der Waffe eine meiner besten 300er Gruppen geschossen. Muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr, sehr happy. Jetzt freut man gleich mal. Das ist jetzt dreimal Vollgas Loch im Loch. Aber jetzt ehrlich gesagt von der S&P nicht erwartet. Aber die Ergonomie ist jetzt bei dieser alten Version in Anführungsstrichen nicht mehr ganz up to date. Unique Alpine hat sich aber hier schon drum gekümmert und die Waffe eben entsprechend überarbeitet. Dürft euch leider diese Version noch nicht zeigen. Das hier, die alte TPG-3A4 aka FN Ballista. Ein herausragendes Gewehr mit toller Technik, einem stolzen Preis, einem sehr, sehr guten Schussverhalten. Die Bedienerfreundlichkeit kommt jetzt bei mir nicht ganz so hoch weg, muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund der Sicherung und ja, dem Magazinthema, da sage ich, das sind so Kleinigkeiten. Ja, für das Geld würde ich das nicht sehen wollen. Der Hinterschaft ist okay, ist voll einstellbar, ist aber bei anderen Waffen ergonomischer. Aber, ich kann es nur wieder betonen, wurde ja jetzt überarbeitet. Bin mal gespannt, wie dann die neue Version so performt. In jedem Fall ein polarisierendes Gewehr, ein sehr, sehr schönes Gewehr. Klapper, klapper vom Magazin. Aber ich sage ja, rein von der Optik her, das hier ist schon eine Waffe, da muss ich sagen, absolut Respekt dafür. Boah, ist das Ding schwer. Ein tolles Gewehr, das man auf jeden Fall mal schießen kann, wenn man es in die Hände kriegt. Und auch ein sehr begehrtes Stück in den USA. In Deutschland komischerweise relativ unbekannt. Möchte ich aber ändern. Das hier ein High-End-Gerät, das man auf jeden Fall mal auf der Agenda haben sollte. In diesem Sinne, hoffe, diese ehrliche Vorstellung zur Unique Alpine TPG-3A4 hat euch gefallen. Wie immer auf meinem Kanal, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Wie immer in diesen verrückten Zeiten, bleibt gesund. Ciao und Servus.